1700 Jahre freier Sonntag, das feiern wir heute. Der römische Kaiser Konstantin führte den freien Sonntag am 3.3.321 nach Christus ein. Er wollte den Christen ermöglichen, Gottesdienste zu feiern und die Schabbatruhe einzuhalten. Denn in den 10 Geboten heißt es ja, an dritter Stelle, gedenke, dass du den Sabbat oder Schabbat heiligst. Ja, aber Moment, der Schabbat, das ist doch der heilige Tag der Juden und das ist dann der Samstag. Wieso ist dann der Sonntag frei? Bleibt dran, dann erfahrt ihr es. Die Christenheit ist ja zu Beginn eine jüdische Sekte gewesen. Viele der ersten Christinnen lebten weiterhin die jüdischen Gebräuche. Dazu zählte aber auch die Einhaltung der 10 Gebote. Die besagen, dass wir den letzten Tag der Schöpfung, den Schabbat, heilig halten sollen. Warum wir Christen aber den Sonntag heilig halten, erfahren wir im Markus-Evangelium. Dort lesen wir, dass einige Frauen am Ende des Schabbat zum Grab des gekreuzigten Jesus gingen. Sie wollten ihn nachträglich salben. Doch als sie ankamen, war sein Leichnam nicht mehr da. Jesus war auferstanden. Das muss also in der Nacht vom Schabbat, also Samstag, auf Sonntag passiert sein. Die ersten Christinnen durchwachten fortan jede Nacht zum Sonntag, weil sie dann Jesus zurück erwarteten. Da Jesus aber nicht wie erwartet kam, luden sie ihn zu sich ein und so feierten sie am Sonntagmorgen das Brotbrechen, die Erinnerung an das Abendmahl, wir nennen es heute Heilige Messe. Damit begann die Heiligung des Sonntags. Die Christen heiligten nicht mehr den letzten Schöpfungstag, sondern den ersten. Denn Jesu Auferstehung eröffnet Leben in einer neuen Welt, einer neuen Schöpfung. Also wurde für die Christen aus dem Sabbat der Sonntag. Böse Zungen meinen, die ersten Christen hätten das als Abgrenzung zum Judentum getan. Nicht schön, aber möglich. Heute läuft der Sonntag Gefahr, nicht mehr frei zu sein. Lebensmittelläden und Bäckereien haben geöffnet, Auto- und Möbelhäuser, ja ganze Innenstädte bieten verkaufsoffene Sonntage an. Das kann zur Abschaffung des freien Sonntags führen. Das wäre sehr schlimm. Denn selbst nichtgläubige Menschen profitieren vom freien Sonntag. Sie können ausruhen, etwas für sich tun, mit der Familie etwas unternehmen. Ich bin absolut Gegner des verkaufsoffenen Sonntags. Eine gute Kultur für gläubige und nichtgläubige Familien ginge verloren. Verrückt, was zum Beispiel 1973 möglich war. Da gab es sogar einen autofreien Sonntag. Der Grund aber lag nicht in der Religion. Dafür konnten Kinder auf den Straßen spielen und sogar Radfahrer über die Autobahn fahren. Also, wenn das nichts ist. Was hältst du vom freien Sonntag? Soll er geöffnet werden? Lass gerne einen Kommentar hier, auch ein Like für den Mike, drück die Glocke und abonniere den Kanal, dann verpasst du nichts. Und was 73 angeht, klick mal hier, schau es dir an. Sehr interessant. Bleib gesund, bis bald. Tschüss.